wollt ihr dabei sein? In Wind im Haar und fest im Sattel, Wendy, glücklich und frei sein. Kommt galoppiert mit Wendy, Wendy. Du bist ein ganz braver. Noch ein paar Minuten Geduld und dann bist du bereit. Bereit wofür? Die Rheindorf-Meisterschaften sind erst nächste Woche. Und außerdem, seit wann nimmst du teil? Tue ich nicht. Ich will nur, dass Tarek schön gepflegt aussieht. Für seinen ersten Fernsehwerbefilm mit Dora de Marco. Mit wem? Bist du in einem Stall aufgewachsen? Wenn du es genau wissen willst, im Grunde schon, ja. Dora macht Werbespots fürs Fernsehen. Sie braucht zufällig ein Pferd mit Reiterin für ihr nächstes Projekt. Und sie hat anscheinend von mir gehört. Perfekt, würde ich sagen. Für was ist der Werbespot? Ist doch egal. Ich weiß nur, dass ich demnächst ein Fernsehstar sein werde. Es gibt noch andere Reiterinnen auf Rosenborg, Vanessa. Tanja, Sina, Bianca. Klar versuchen sie es, aber ich bitte dich, die haben doch nicht die geringste Chance gegen mich. Es sei denn, du gehst auch zum Casting, Wendy. Wozu auch? Es ist zwecklos, sich mit dir zu messen, Vanessa. Du bist die geborene Schauspielerin. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet, ich muss mich auf das Casting vorbereiten. Wenn Vanessa die Rolle bekommt, wird sie ein wandelnder Albtraum. Also bleibt im Grunde alles beim Alten. Dein Vater sucht dich, Wendy. Er ist in der Küche. Ist gut. Danke, Flavio. Was? Oh. Du siehst... gestresst aus? Besorgt? Wie ein Mann, der nicht weiß, wo ihm der Kopf steht? Ich wollte eigentlich verwirrt sagen. Das auch. Diese Verträge sind für einen Laien schwer zu verstehen. Was für Verträge? Dora de Marco will bei uns einen Werbefilm drehen. Ich weiß, ich habe schon gehört. Hier gibt's jemanden, der redet von nichts anderem. Hast du keine Angst, dass der Dreh den Ablauf hier stört? Doch, habe ich, aber für das Geld kann ich Pferdefutter für einen Monat kaufen. Könntest du Dora alles zeigen, wenn sie kommt? Ich habe einen Termin beim Anwalt. Ja, ist gut. Aber ich trainiere für die Rheindorf-Meisterschaften nächste Woche. Ich bin davon überzeugt, dass meine talentierte Tochter beides schaffen kann. Danke. Das sieht gut aus, Robin. Ich habe 6 Monate für den Stunt gebraucht. Amigo gefällt Trickreiten. Habe ich recht, mein Junge? Das war super. Können wir zufällig auch noch in den Unterricht einsteigen? Moment mal, ich soll auf einem Pferd wie Sultan herumturnen? Ganz schlechte Idee. Ich habe dabei an Amigo gedacht. Vielleicht würde Robin uns ein paar Tricks auf ihm üben lassen. Ja, wenn Jojo nichts dagegen hat, meinetwegen. Wisst ihr was? Ich habe vor, eine Benefizveranstaltung für das Tierheim zu organisieren. Wie wär's, wenn ich euch trainiere? Ihr könntet dort auftreten und eine Trickshow vorführen. Oh ja, ich bin dabei. Man sollte alles mal versuchen. Mit meinem Talent geht das. Ja. Ein klassischer Christian-Satz. Niemand lehnt so dekorativ am Pfeiler wie du, Vanessa. Husch, du stehst im Weg. Wieso? Was ist denn hier los? Oh. Was für ein wunderbares Bild. Das ist wirklich stark. Für wen hält die Frau sich eigentlich? Ich sehe es genau vor mir. Ein hübsches Mädchen reitet über die Wiese, Wind in den Haaren, die Sinne erweckt. Sie ist wild und ungezähmt, so wie ihr Hengst. Aber wie reitet sie das Pferd dann? Ja, das ist perfekt. Das ist die Szene. Das hübsche Mädchen gleitet dahin und springt auf ihrem treuen Hengst über einen hohen Zaun. Die Musik schwillt an und das Abenteuer beginnt. Paul, gib Wanda eine Flasche. Ich heiße Wendy.
Du bist erst die dritte Person auf der ganzen Welt, die das probieren darf. Das ist ganz schön stark. Oh, was für ein niedlicher Platz. Das ist ein einfacher Springparcours. Ich liebe diese rustikale Atmosphäre hier. Ich habe noch eine Idee. Das ist der perfekte Drehort. Paul? Deine peinlichen Einschleimversuche werden dir nichts bringen, verstehst du? Welche Einschleimversuche? Und ich zitiere. Es ist zwecklos, sich mit dir zu messen, Vanessa. Du bist die geborene Schauspielerin. Ich helfe nur meinem Vater. Er wollte, dass ich Dora alles zeige. Ich will dir nicht deine Rolle wegnehmen, Vanessa. Aha. Du denkst also auch, dass sie mir zusteht. Zum tausendsten Mal. Du kannst diese blöde Rolle haben. Ich muss eh trainieren, und zwar für etwas Wichtiges. Na schön, dann macht es dir ja sicher nichts aus, wenn ich das nehme. Hey! Sind im Showgeschäft eigentlich alle verrückt? Oh! Ups. Entschuldigung. Oh, ich habe ewig gebraucht für den Aufbau. Oh, die nächste. Stärke, Lebendigkeit, Anmut, Tatkraft? Bist du bereit für das große Abenteuer? Soll ich vielleicht noch mal? Bloß nicht. Die nächste. Aber ich wollte... Die nächste. War ein Versuch wert. Stärke, leichte Anmut... Tatkräftiges Nachdenken? Nein. Was ist mit euch los, Mädchen? Ach, die nächste. Das Showgeschäft ist sehr viel härter, als es aussieht. Ich habe nicht ewig Zeit. Mädchen, Pferdchen, ich? Was soll denn das hier werden, Mädchen? Die nächste. Oh, bitte sagt mir, dass es hier jemanden gibt, der den Text richtig aufsagen kann. Vera! Wendy. Nein, danke. Ich kümmere mich nur um den Ablauf. Ich habe hier nur noch ein Mädchen auf der Liste. Stärke, Lebendigkeit, Anmut, Tatkraft. Bist du bereit für das große Abenteuer? Oh, du bist perfekt. Ja, ich weiß. Lass uns draußen reden. Ja, ich weiß. Absagen tun weh, aber ihr müsst nicht weinen. Manche Menschen sind einfach nicht für das Leben vor der Kamera geboren. Wir weinen gar nicht. Das Körperspray stinkt. So, und was jetzt? Muss ich einen Vertrag unterschreiben? Wie viel Gage bekomme ich? Zuerst das Wichtigste. Du springst auch? Ich verstehe nicht ganz. Springen? Ihr seid doch alle Springreiterinnen hier, oder? Bitte sag mir jetzt nicht, dass du ausfällst. Du hast doch gesehen, wie die anderen Mädchen waren. Aber natürlich nicht. Was ich damit sagen wollte, ist, ich kann im Moment nicht springen, weil... Tarik wurde gerade gefüttert und muss sich ausruhen. Und ich habe meine Reitkappe nicht dabei. Oh. Na gut, ich komme morgen wieder und bringe das Kleid für den Dreh vorbei. Ich freue mich auf den Duft, Anblick von dir und Tarik in Aktion. Was? Sie blockieren jetzt den kompletten Springplatz? Nur für ein paar Tage ist alles vertraglich geregelt. Kommt, Leute, Tempo! Ja, braves Mädchen. Vanessa, hast du mich erschreckt? Entschuldige, aber ich freue mich einfach so. Ich weiß, du bist ja immerhin fast schon ein Star. Nein, ich freue mich darauf, dass du mir zeigst, wie man springt. Und warum sollte ich das tun? Naja, weil wir Cousinen sind und ich es bis morgen können muss und du von allen hier am besten springen kannst. Danke. Aber du weißt ja, ich muss für Rheindorf trainieren. Tut mir leid. Ach, komm schon. Bitte, bitte. Es wird auch nicht lange dauern. Kein Werbefilm ist es wert, deine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Oder Tariks. Sag Dora einfach die Wahrheit. Na schön, dann suche ich mir eben einen anderen Lehrer.
ist es gut, Süße. Komm jetzt. Vanessa! Ah! Ruhig, Tarik. Ganz ruhig, mein Junge. Ist alles in Ordnung? Ja. Aber das wäre um ein Haar schief gegangen. Ich weiß, entschuldige. Tarik hat einfach nicht pariert. Du kannst nicht über Nacht lernen, wie man springt, Vanessa. Auch nicht, wenn es für ein blödes Werbefilmchen ist. Das ist kein blödes Werbefilmchen. Das ist wirklich wichtig für mich, Wendy. Sie könnte das hinkriegen. Du hast danach die ganze Halle für dich allein. Ich muss nur diesen einen Sprung vorher schaffen. Na gut. Wenn du dich dem Hindernis näherst, versuch diese Linie anzupeilen. Treib ihn an und dann lehn dich nach vorn, wenn Tarik abspringt. Geh es leicht und locker an. Bleib ganz ruhig und kontrolliert. Ist gut, verstanden. Hast du gestern nicht gesagt, du könntest springen? Dora, was wollen Sie denn hier? Flavio sagte, du wärst hier drin. Flavio! Hier ist dein Kostüm für den Dreh. Oh, ist gut. Ich dachte, Sie würden später kommen. Tarik hat heute einfach einen miesen Tag. Der Ärmste. Ich verstehe nicht viel vom Springen, aber es sieht so aus, als hättet ihr beide einen ziemlich miesen Tag. So stelle ich mir einen gelungenen Sprung vor. Die Rolle gehört dir, wenn du sie willst. Wie bitte? Ich möchte dich für meinen Werbefilm. Sie wollen mich für Ihren Werbefilm? Sie wollen Sie für Ihren Werbefilm? Oh. Tut mir leid, ich kann da jetzt nicht mitmachen. Ich habe keine Zeit dafür. Ich bereite mich gerade auf einen wichtigen Wettkampf vor. Und ich bin wirklich nicht der Typ fürs Showgeschäft, Dora. Ist doch egal, du bist ein Naturtalent, Wendy, die geborene Springreiterin. Sie haben meinen Namen gewusst. Es tut mir wirklich leid, Dora. Ich verdoppel die Gage. Was? Mein Vater könnte das Geld gebrauchen. Ich schätze, das heißt ja. Dieses Kostüm passt nicht zu dir. Ich werde dir gleich ein anderes besorgen lassen. Oh. Oh, du hast mir die Rolle absichtlich gestohlen. Was? Nein. Ich habe nur für den Wettkampf trainiert. Erspar mir deine Unschuldsnummer. Du hast ganz bewusst versucht, Dora zu beeinflussen. Nein. Es ist nicht meine Schuld, dass ich tatsächlich springen kann, Vanessa. Ja, aber kannst du schauspielern? Wenn Dora nachher Action ruft, dann verkrampfst du dich. Vermasselst deinen Sprung und vergisst deinen Text. Wie du gesagt hast, Wendy, du bist nicht der Typ fürs Showgeschäft. So ist das leider. Bist du bereit für das große Abenteuer? Bist du bereit für das große Abenteuer? Ach, es ist zwecklos. Ich habe schon überall nach dir gesucht. Dann bin ich ja wenigstens im Verstecken begabt. Hat das irgendwas mit dem Werbefilm zu tun? Nein. Es hat ausschließlich damit zu tun, ich bin am Durchdrehen. Moment, du weißt davon? Meine beste Freundin kommt demnächst ins Fernsehen? Darüber spricht man. Ich werde mich blamieren und alle Welt wird mir dabei zusehen. Wieso solltest du dich blamieren? Vielleicht hat Vanessa ja recht. Oh, ich mache mich sicher lächerlich bei den Dreharbeiten. Denk nicht an Vanessa. Du hast nur einen Satz. Das kriegst du schon hin. Du musst dich nur noch an die Kamera gewöhnen. Meinst du? Dir fehlt nur ein bisschen Medientraining. Und dafür hast du ja mich. Das Wichtigste bei der Fahne ist, dass ihr euren Körperschwerpunkt ständig stabil über Amigos Rücken halten müsst. Robin macht es genau richtig. Darf ich es mal versuchen? Oh, ruhig, mein Junge. Ja. Du bist jetzt offiziell ein Trickreiter, Jerry. Geschafft. Und denk daran, was du gelernt hast, ja? Ja, danke. Ich krieg das schon hin. Komm jetzt.
Komm, Amigo! Komm, lauf! Gut so, weiter, mein Junge! Ha! Willst du nicht auch mal die Fahne versuchen? Ha! Das ist doch Kinderkram! Ich bin bereit für was Anspruchsvolleres. Oh! So ein Mist, ich glaub's nicht. Ist gut, Jungs, das reicht jetzt. Was machst du denn da? Ich gewöhne dich daran, von einer Kamera verfolgt zu werden. Bald merkst du gar nicht mehr, dass sie da ist. Aua! Au! So wie du nicht bemerkt hast, dass das Bett da steht? Richtig. Aua. Genau so. Hey, was ist das? Da liegt eine Karte drauf. Guck sie dir mal an. Liebe Wendy, hier ist das Kostüm für den Dreh morgen. Dora. Oh, zieh's doch mal an. So kriegst du auch ein Gefühl für die Rolle. Du siehst aus wie eine romantische Heldin aus einem Liebesroman. Mal abgesehen von deinem langen Gesicht. Was ist los? Ist die Frage ernst gemeint? Die Sachen sind nicht zum Reiten geeignet. Damit kann ich mich nicht auf ein Pferd setzen. Auf gar keinen Fall. Hui! Das sieht aus wie ein Kleid, das Vanessa anziehen würde. Tja, aber Vanessa hat die Rolle nicht bekommen, sondern ich. Und Rosenbock kann die Geldspritze gut vertragen. Was habe ich denn gesagt? Schauspieler. Wenn du hier bist, um mich wieder aufs Pferd zu kriegen, um irgendwelche Kunststückchen zu machen, vergiss es. Daraus wird nichts. Ist gut. Früher, als ich Trickreiter war, wir nannten uns die Roten Teufel. Da ging es nicht darum, wer oben blieb. Es ging eher ums Runterfallen. Denn das hieß, dass man einen waghalsigen Stunt vorgeführt hat. Und das Publikum hat es geliebt. Es ging nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Wir gehörten in der Show zusammen. Beim Springreiten geht es nur ums Gewinnen. Der einzige Gewinner in dieser Show ist das Tierheim, Christian. Falls du es dir noch überlegst, Robin und ich werden den ganzen Tag draußen sein und üben. Mit Amigo. Das darf doch nicht wahr sein, Leute. Maske! Bürstet den Schwanz noch mal durch. Oh, bin ich eigentlich nur von Trotteln umgeben? Diese Unfähigkeit! Ist diese Kappe denn unbedingt nötig, Wilma? Wenn die. Und wenn ich springen soll, ja. Oh, womit habe ich dieses Elend nur verdient? Gut, wir regeln das im Schnitt. Sollte ich nicht über eine Wiese galoppieren? Das montieren wir einfach bei der Nachbearbeitung ein. Ich sehe es genau vor mir. Ich rufe Action und du springst über den Zaun. Dann galoppierst du hier zu der Markierung und sagst deinen Text. Verstanden? Verstanden. Los geht's, Süße. Komm jetzt. Moment! Wow! Ruhig. Dora, könnten Sie bitte nicht so schreien? Das verschreckt Penny. Ups. Entschuldigung. Ich habe nur gerade überlegt, ob du nicht lieber übers Wasser springen solltest. Warum? Du hast 20 Minuten Pause. Willkommen in der wundervollen Welt des Showbusiness, wo Warten genauso zum Geschäft gehört wie Textlernen. Keine Sorge, Wendy. Wir sind gleich fertig. Gute Arbeit. Es wird Zeit. Du bist dran. Los, Wendy! Du schaffst es. Viel Glück. Fertig, Süße. Ruhe am Set. Und Action. Cut. Oh. Was war denn los? Ich kann das nicht verantworten. Es ist einfach nicht richtig. Es wird langsam spät, Dora. Wenn der Zaun umgebaut ist, haben wir es mit dem Anschlussbild leichter. Damit Sie im Schnitt noch was ändern können? Ganz genau. Und Action!
Ich weiß. Entschuldigung. Machst du Witze? Das war toll. Es sah so gefährlich aus. Weil es das auch war. Das ist perfekt. Machen wir es nochmal. Wir hatten eben fast einen Unfall. Penny arbeitet schon den ganzen Tag. Sie braucht Wasser, Futter und Ruhe. Es ist noch nicht Zeit für die offizielle Pause. Und außerdem bekommst du die doppelte Gage. Tja, tut mir leid. Aber für Geld setze ich nicht die Sicherheit und Gesundheit meines Pferdes aufs Spiel. Wir kündigen! Kann heute noch was schiefgehen? Hat jemand die Zweitbesetzung gerufen? Da du nicht springen kannst, würdest du dich fallen lassen, wenn dies Ansatz eben war gut. Klar. Kein Problem. Vanessa, das ist ein sehr großes Problem. Los, zieh dir das Kleid an und beeilt euch. Dank Villa haben wir nicht mehr besonders viel Zeit. Wendy! Und jetzt hat sie es plötzlich eilig. Du hast die Frau gehört. Talent kann man nicht vortäuschen. Hey, die sind gut. Ja, finde ich auch. Was ist denn jetzt wieder los? Heute gibt es eine Verzögerung nach der anderen. Ich hoffe mal, das hier ist gut, Paul. Komm, mein Junge, los geht's. Gut so. Und weiter. Hopp, ja, und weiter. Und das war gerade eben? Wisst ihr, wo sie üben? Ja, wir zeigen's ihnen. Das verstehe ich jetzt nicht. Wo gehen die denn hin? Sieh nur, was ist das für ein perfektes Bild? Aus diesem Material machen wir einen Wahnsinnswerbefilm. Danke nochmal, dass du mich zurück ins Team geholt hast, Jojo. Das war doch selbstverständlich. Du gehörst einfach dazu, Christian. Paul, der Scheck. Danke, den würde ich wirklich gerne mit nach Hause nehmen. Eins steht fest. Die Benefizveranstaltung ist jetzt schon ein Erfolg. Und wir sind noch nicht mal vor Publikum aufgetreten. Danke, Jungs. Das Tierheim kann das Geld gut gebrauchen. Ich kann es nicht fassen, dass sie uns beide umbesetzt hat. Entschuldige bitte, ich habe gekündigt. Außerdem ist der Scheck bei Jojo wirklich in guten Händen. Ja, das weiß ich doch. Aber wie konnte Dora mich einfach fallen lassen, ohne daran zu denken, wie ich mich fühlen würde? Das Showgeschäft ist launisch. Und was mich noch wundert, wie sollen denn Jungs einen Duft für Mädchen verkaufen? Das Spray ist eigentlich für junge Männer gedacht. Wusstest du das nicht? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich dann allen Ernstes immer wieder damit eingenebelt? Wie auch immer, jetzt geht's in dem Filmchen um Jungs, die einfach nur Spaß haben. Ganz simpel. Das hätten wir gleich so machen sollen. Paul! Hab ich's nicht gesagt? Launisch.